Im Herzen Europas liegt am malerischen Rhein die historische Stadt Mainz mit ihrer über 2000-jährigen Geschichte. Hier erfand Johannes Gutenberg um 1500 den Buchdruck mit beweglichen Lettern. 270 Jahre später, im Geburtsjahr Ludwig van Beethovens, gründete Bernhard Schott hier einen der ältesten und traditionsreichsten Musikverlage Deutschlands. Das 1792 erbaute, in der Zwischenzeit mehrfach erweiterte klassizistische Verlagsgebäude in der Mainzer Altstadt ist noch heute Hauptsitz des Unternehmens. Nach wie vor befindet sich der Verlag im Familienbesitz und wird in sechster Generation von Dr. Peter Hansa Strecker als geschäftsführendem Gesellschafter geleitet. Herzlich willkommen bei Schott Music. Hier in diesen Räumen entstand die Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens. Schon Richard Wagner hat hier fast täglich mit seinem Verleger gesprochen und es ist längst ein Ort der europäischen Kulturgeschichte geworden. Von hier aus lenken wir unser weltweit agierendes Musik- und Medienunternehmen. Große Namen der Musikgeschichte sind eng mit der Geschichte des Verlags verbunden. Darunter Ludwig van Beethoven, dessen 9. Symphonie, die Missa Solemnis, sowie zwei seiner letzten Streichquartette Schott verlegte. Im Jahr 1859 vertraute Richard Wagner dem Verlag seine Oper Die Meistersinger von Nürnberg an. Später kamen Der Ring des Nibelungen sowie Parsival hinzu. Da der Enkel des Gründers, Franz Schott, keine Nachkommen hatte, ging der Verlag 1874 an den Juristen Ludwig Strecker über. Dessen Söhne Ludwig und Willi verknüpften den Namen des Hauses Schott unauflöslich mit der zeitgenössischen Musik und veröffentlichten Werke von Igor Strawinsky, Paul Hindemith, Karl Orff, Michael Tippett und Richard Strauss. Heute betreut der Verlag das Schaffen von über 120 Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts. Darunter Hans-Werner Henze, György Ligeti, Christoph Penderecki, Toru Takemitsu und Peter Oetwösch sowie Nachwuchskomponisten wie Jörg Wittmann und Chaya Czernowin. Heute existieren Niederlassungen in Berlin, London, Paris, Madrid, Prag, Moskau, New York, Toronto, Peking und Tokio. Weltweit beschäftigt Schott Music über 250 Mitarbeiter. Vorteile dieses internationalen Netzes sind die kurzen Wege zum Kunden und die optimale Betreuung der lokalen Märkte. Der Verlag versorgt mit seinen Produkten nahezu alle Bereiche des Musiklebens. Rund 8000 Opern- und Konzertwerke sowie größere Kammermusikbesetzungen werden den Bühnen und Orchestern als Leihmaterial, bestehend aus Partitur und den einzelnen Stimmausgaben, angeboten. Der Katalog der rund 30.000 Kaufausgaben umfasst Spiel- und Unterrichtsliteratur, Urtextausgaben, Studienpartituren, Gesamtausgaben, Musikbücher, Fachzeitschriften, Tonträger und Multimedia-Produkte und richtet sich an Anfänger wie Fortgeschrittene, Kinder und Erwachsene, E- wie U-Musikliebhaber, Laien- und Hobbymusiker sowie Profis und Berufsmusiker. Einen Schwerpunkt bildet die Musikpädagogik. Schott Music bietet Material für den Unterricht an Musikschulen und allgemeinbildenden Schulen sowie für den Einzel- und Selbstunterricht. Darüber hinaus verlegt Schott Music mit über 500 Titeln das Orff-Schulwerk, das in 23 Sprachen übersetzt wurde. Neben den Instrumentalschulen bietet der Verlag verschiedene Konzepte der musikalischen Früherziehung an, etwa das Programm Musik und Tanz für Kinder sowie das Konzept Musikgarten. Zur Betreuung, Ausbildung und Koordination der etwa 2500 deutschen Musikgartenlehrkräfte gründete der Verlag 2005 das Institut für elementare Musikerziehung. In der Reihe Edition Schott bringt der Verlag Werke von der Renaissance bis zur Gegenwart
in verschiedensten Besetzungen in preisgünstigen Einzelausgaben heraus. Die Reihe umfasst bislang mehr als 7500 Titel und ist damit die umfangreichste Notenserie mit Werken aus allen musikalischen Perioden und für alle gängigen Instrumente und Besetzungen. Weltberühmt sind die Eulenburg-Taschenpartituren aus dem Hause Schott. Bislang sind in dieser Reihe 1200 Orchester- und Kammermusikwerke des 16. bis 20. Jahrhunderts im praktischen Studienformat erschienen. Darüber hinaus gibt Schott Music in Zusammenarbeit mit dem Wiener Verlag Universal Edition seit über 25 Jahren die Wiener Urtext Edition heraus. Bereits seit 1837 bietet Schott Music auch Musikbücher an. Mit weit mehr als 1200 Titeln ist der Katalog der umfassendste im deutschsprachigen Raum und enthält Biografien, Bücher zur Instrumentenkunde, Musikwissenschaft, Konzertführer und vieles mehr. Das Buchangebot richtet sich sowohl an musikinteressierte Laien als auch an Wissenschaftler und Profimusiker. Weltweit berühmt und geschätzt sind die Gesamtausgaben, die Schott in Zusammenarbeit mit verschiedenen musikwissenschaftlichen Forschungsstellen herausgibt. Darunter sind die Gesamtausgaben der Werke von Pietro Locatelli, Karl Maria von Weber, Robert Schumann, Modest Mussorgsky, Richard Wagner, Peter Tschaikowski, Arnold Schönberg und Paul Hindemith. Einen weiteren Schwerpunkt der verlegerischen Tätigkeit bildet die Herausgabe von 7 Fachzeitschriften, darunter die 1834 von Robert Schumann gegründete, älteste noch existierende deutschsprachige Neue Zeitschrift für Musik. Weitere vom Verlag herausgegebene Zeitschriften sind Das Orchester, Musikforum und Organ, sowie 3 musikpädagogische Zeitschriften Musik und Bildung, Üben und Musizieren, Musik in der Grundschule. Seit 1967 bringt Schott Music auch Tonträger auf den Markt. Der Katalog von Vergo umfasst mittlerweile über 500 Produktionen von Werken des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Übernahme des Labels Intuition erweiterte das Tonträgerangebot um weitere 500 Titel aus den Bereichen Jazz und Weltmusik. Schott Music verfolgt seit vielen Jahren eine Plattformstrategie und übernimmt wichtige Dienstleistungen mit seinen eigenen Tochterfirmen. Die Auslieferung aller Verlagsprodukte erfolgt vom zertifizierten Vertriebs- und Logistikzentrum MDS, Music Distribution Services GmbH. Diese 100%ige Tochterfirma mit Sitz im Mainzer Vorort Hechtsheim übernimmt neben der weltweiten Auslieferung der verlagseigenen Titel auch die Auslieferung der Verlagsprogramme von 70 Fremdverlagen. Rund 130.000 Titel an Noten, Büchern, Tonträgern und Multimedia-Produkten werden weltweit versandt. Das moderne Hochregallager beherbergt über 11 Millionen Exemplare. Täglich werden von hier aus etwa 1000 Sendungen in alle Welt verschickt. Sämtliche Herstellungs- und Druckaufgaben führt die Schott-Tochterfirma Vega Verlag GmbH aus. Der hochtechnisierte Mediendienstleister übernimmt Notensatz, Grafikdesign, Offset und Digitaldruck und Verarbeitung nicht nur für das eigene Verlagsprogramm, sondern auch für andere Musikverlage in aller Welt. In der Zukunft möchte der Verlag seine Dienstleistungen rund um die Musik weiter ausbauen und ständig optimieren. Im Zentrum des Handelns stehen die Kunden und damit alle Menschen, die sich in irgendeiner Weise für die Musik interessieren. Dabei werden zukunftsweisende E-Learning-Verfahren und das Internet eine wichtige Rolle spielen. Mit einem breit gefächerten und international ausgerichteten Verlagsprogramm, seinem weltweiten Netzwerk, dem Einsatz modernster digitaler Druckverfahren, optimaler Fertigungs- und Logistiktechnik und mit innovativen Geschäftsideen ist Schott Music für die Zukunft bestens aufgestellt.